Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox. Da wird er weitergeleitet zu Mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist der Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch einen kleinen, aber sehr, sehr schönen Fiat 500 1.2 Star in Gelato-Weiß nennt sich das. Ja, das Auto sieht wirklich sehr, sehr gut aus, ist auch optisch in einem super Zustand. Der hat sehr, sehr schöne, auch passend zur Wagenfarbe, 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Wir gehen jetzt einfach mal in das Innere des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr, dass der wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Ja, elektrische Fensterheber hat er, Sportsitze, er hat ein schönes Sportlenkrad, Multifunktion, er hat eine Fünfgangschalter, ist ein Fünfgangschalter, hat eine Klimaautomatik, ja, ein schönes Radio, wo man auch gewisse andere Sachen noch damit machen kann. Ja, also wie gesagt, es geht ja um den Allgemeinzustand und es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich blende mal auf die Rücksitzbank. Auch hier seht ihr, dass das wirklich ein sehr, sehr guter und wirklich tadelloser Zustand ist. Also das Auto sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt gehen wir einfach mal in den hinteren Bereich. Ja, die Optik wirklich sehr, sehr schön, auch mit dem Auspuff dort unten. Jetzt machen wir mal einfach mal die Heckklappe auf. Ja, hier seht ihr das Platzvolumen auch völlig ausreichend, auch für so einen Kleinwagen. Also man kann trotzdem kleine Strecken fahren, damit auch mal ein bisschen was zuladen. Es ist nicht der riesigste Kofferraum, aber für einen schönen Stadtflitzer völlig ausreichend. So, ihr habt auch hinten PDCs fürs Einparken, braucht man eigentlich bei dem Auto nicht, sind vorhanden, ist eine super Sache. Ja, wirklich, der Allgemeinzustand ist wirklich sehr schön. Ich habe wirklich wenige bis fast keine Gebrauchsspuren an dem Auto gefunden. Also keine Steinschläge oder irgendwelche großen Kratzer. Minimale Sachen können da sein. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr, sehr schönes, gepflegtes Auto. Gut, das war's mit der Präsentation. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel, habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye. Bye.